sondern dein Glück ist außerhalb von dir. Denn du bist eine menschliche Seele und dein Glück ist nicht in dir zu finden, sondern außerhalb von dir. Die Esoterik ist eine der größten Lügen, die es gibt auf dem Erdenrund. Hören Sie auf zu filmen, bitte. Das interessiert mich. Wieso? Ich film doch gar nicht. Bitte. Habt ihr was zu filmen? Nein. Hallo, liebe Geschwister, liebe Freunde von Keep My Words. Heute möchte ich euch mitnehmen auf eine kleine, mystische, geheimnisvolle Reise in die Welt der Esoterik. Nein, Spaß beiseite. Eigentlich ist es überhaupt gar nicht so witzig. Ja, ich möchte euch trotzdem mitnehmen. Wir waren zusammen mit ein paar Geschwistern in Travemünde, Lübeck, auf der Esoterikmesse. Getarnt natürlich war das alles als ein Festival der Freude, aber es war einfach eine Esoterikmesse. Und ja, ich möchte so ein paar Impressionen mit euch teilen, so ein paar Eindrücke mit euch teilen und euch einfach mal dahin mitnehmen. Und wie ihr sicherlich im Vorspann schon ein bisschen gesehen habt, kam es da auch gleich zur Eskalation, also nicht gleich sofort. Aber darauf kommen wir später noch einmal ein bisschen zurück. Was muss man sich unter so einer Esoterikmesse vorstellen? Also ich konnte mir gar nicht so viel darunter vorstellen. Ich kann nur eins sagen, es war eigentlich noch perfider, noch schlimmer, als ich mir denken hätte können. Wir sind dort angekommen und unser Plan war, hey, wir mischen uns erstmal unters Volk. Natürlich wollten wir schon auch die Gelegenheit suchen, dort frei zu sprechen, frei zu predigen, aber uns war auch klar, dass wenn wir das tun werden, dass wir da nicht lange Zeit geduldet sein werden, sondern dass wir wohl sehr schnell des Platzes verwiesen werden. Nichtsdestotrotz haben wir uns dort erstmal getroffen. Wir waren, glaube ich, so 11 Geschwister. Wir haben uns mit Geschwistern aus Lübeck getroffen. Wir haben uns mit Geschwistern aus Euthen getroffen und wir waren zu 5 hier aus Bremerhaven und sind dann dort halt eben runtergefahren nach Travemünde. Traumhaft dort, auch dort, wo die Esoterik-Messe dort abgehalten wurde, am Strand direkt dort, an der Promenade, wirklich traumhaft. Und die Messe selber war dann ungefähr so aufgebaut, dass du eine Freifläche hattest, ja, und überall waren so Zelte, kleine Zelte, große Zelte, Zelte, wo Dinge ausgestellt wurden, Verkaufsstände, Foodtrucks natürlich auch, alles so war am Start, so ein richtig großes Festival der Freude. Und ja, dann auch größere Zelte, wo Leute einfach drinne waren und so wie so eine Messestände, es war ja eine Messe, wie Messestände dort aufgebaut haben. Und das ist erstmal nichts Bewegendes, nichts Neues so. Aber was dort angeboten wurde, da habe ich schon gedacht, Mann, oh Mann, da zieht's einen echt den Boden unter den Füßen weg. Ich meine, ich habe ja einiges erwartet, aber das habe ich nicht erwartet. Also ja, von Ständen, wo kleine Steinchen für bares Geld verkauft wurde, diese Steine waren dann deinem Charakter angepasst, von Farbe und Form, hat man dann so erzählt, bekommen. Und da hast du dann richtig bares Geld gelassen, um dann dein Glück in Steinen zu finden. Oder Traumfänger, Amulette, magische Mantras irgendwie, die dort runter gebetet und runtergesungen wurden. Man mag es kaum glauben, ich bin in ein Zelt hineinspaziert. Das war ein kleines Zelt, da passen vielleicht 3 Leute rein. Ja, da saßen dann 2 Frauen drinne. Also wie im Film, wirklich wie im schlechten Kinofilm. Da saßen dann 2 Frauen drinne und haben mal ganz locker ihre Dienste angeboten mit Geisterbeschwörung, Tarotkarten lesen, Handlinien lesen und ja, in die Zukunft schauen. Und ja, was ja nichts weiter als Geisterbeschwörung und Totenbefragung ist. Dort bin ich zum Beispiel auch reinspaziert und habe denen ja gesagt, dass sie sich vor Gott verantworten müssen für das, was sie tun, dass sie den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen, dass sie die Toten, die Geister anrufen. Und ich habe ihnen gesagt, was das Wort Gottes sagt. Hey, soll ein Volk nicht seinen Gott anrufen und nicht die Toten, sondern seinen Gott anrufen. Und ja, solche Dinge sind dort einfach abgegangen. Und es war mega krass zu sehen, was da alles so unterwegs war. Was dann da noch los war, unter anderem, das war, wie unzählige Menschen sich in Zelten versammelt haben und in rhythmischen Bewegungen zu mystischen Klängen dort ihre
Tänze abgehalten haben, um sich irgendwie in einen anderen Bewusstseinszustand, in eine andere geistliche Dimension in Trance zu tanzen. In wieder einem anderen Zelt saß einer vorne auf der Bühne mit einem Mikrofon in der Hand und hat irgendwelche komischen Klänge von sich gegeben. Und die ganzen Leute, die dann in diesem Zelt waren, sie waren auf ihren Knien mit dem Angesicht auf den Boden in anbetender Haltung alle vor diesem Menschen dort niedergefallen. Und sie haben dann irgendetwas Spirituelles dort praktiziert. Also alles in allem war ich echt geschockt. Ich habe gedacht, wie kann es sein, dass in unserem Land solch Götzenverehrung, solch falschen Gottheiten so Anbetung dargebracht wird in der Öffentlichkeit, in einer Art und Weise, wie ich es vorher noch gar nicht gesehen habe. Also so öffentlich, dass Kinder selbst dazu eingeladen wurden, das zu tun. Und es war einfach nur abscheulich zu sehen, welch ein Marketing-Trick dahinter steckt. Zum einen, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, um aus der Not der Menschen, weil sie ja auf der Suche nach Frieden sind, weil sie ja auf der Suche nach Erfüllung sind und augenscheinlich dieses nicht haben. Sie haben keinen Frieden. Sie sind auf der Suche nach Frieden. Sie haben keine Erfüllung, sind auf der Suche nach Erfüllung. Und dieses Marketingkonzept, was dahinter steckt, den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen, um ihnen dann diese Amulette, diese Mantras, diese Gebete, diese Steinchen, diese Glückssteinchen dort zu verkaufen und da ein Heidengeld für zu verlangen, das hat mich richtig angewidert. Es hat mich richtig angewidert. Und so die ersten paar Stunden waren wir dann dort unterwegs und wir hatten uns aufgeteilt und irgendwie hatte ich dann meine kleine Gruppe sehr, sehr schnell dann dort auch verloren irgendwie und war dann dort ganz alleine unterwegs und wir hatten dann so 1:1 Gespräche gesucht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ein paar gute Gespräche echt dabei. Ich konnte mit Menschen wirklich über den Schöpfer Gott reden, über Jesus Christus reden, darüber reden, dass wir uns vor ihm verantworten müssen einmal, wenn wir nicht mehr sind und dass er uns zur Rechenschaft ziehen wird für all das, was wir hier auch tun, also das auch innerhalb dieser Messe dort, ja. Aber, und das war eben das andere, in mir hat es gewühlt, in mir hat es wirklich gewühlt. Ich war so angewidert über diese perfide Art und Weise, wie mit der Not der Menschen dort das Geld gescheffelt wird. Und ich habe das sogar irgendwo zum Bruder dann gesagt. Also ich habe dann gesagt, ey, ich fühle mich hier wie Paulus in Athen, ehrlich. Das widert mich alles an, diese ganzen Götzentempel widern mich an. Und irgendwann sind wir dann zu dem Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, okay, wir holen jetzt unsere Lautsprecher und wir werden jetzt tun einfach, was das Wort Gottes uns aufträgt. Das Wort Gottes sagt, habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie viel mehr auf. Und das haben wir dann getan und ja, dann haben wir angefangen, dort laut zu predigen und natürlich, schneller als gedacht, kam es dann zur Eskalation und wir wurden des Platzes verwiesen und Polizei wurde gerufen. Aber das haben wir uns auch ausmalen können. Und hier möchte ich ein Wort an die ganzen Kritiker, die immer wieder die Kritik auch immer gerne raushauen, weil sie selbst nichts tun, selbst nicht ihren Allerwertesten von der Couch bekommen, selbst nicht auf die Straße gehen und das Wort Gottes proklamieren, die dann aber gerne die anderen, die es tun, kritisieren. Und ich möchte meine Botschaft jetzt auch an die Kritiker richten, die dann sagen, naja, da seid ihr auf das Gelände dieser Messe gegangen, ist doch klar, dass ihr des Platzes verwiesen werdet, braucht ihr euch ja nicht wundern. Hat uns auch nicht gewundert. Wie gesagt, wir haben ja damit gerechnet. Und wir haben es dennoch getan. Und wir haben es aus dem einfachen Grund getan. Gott hat mir ein Bild gegeben. Ich habe Gott auch gefragt, soll ich das hier machen? Soll ich hier wirklich so einen Hausfriedensbruch starten? Soll ich hier wirklich in das Haus eines anderen reingehen? Messe, Haus, wo sie ja das gemietet haben. Und soll ich ihren Frieden stören? Und der hat mir ein Bild gegeben. Und er hat mir ein Bild gegeben, dass ich in einem Wohnhaus war mit mehreren Parteien. Ich habe dort gewohnt. Und ich ging durch den Hausflur und sah die Tür eines Nachbarn offen. Und in dem Moment, wo ich an dieser Tür vorbeigehe, in diesem Bild, was mir der Herr gegeben hat, schaue ich in diese Wohnung rein und sehe, wie ein Mann sich an einem Kind vergreift. Ja? Wie ein Mann ein Kind misshandelt. Und der Herr sprach zu mir, was würdest du tun? Würdest du reingehen und helfen
oder würdest du weitergehen, weil das seine private Wohnung ist? Ich habe zu mir gesagt, natürlich würde ich reingehen. Und er hat gesagt, dann geh. Und so sind wir gegangen. Wir sind berufen, nicht nur an Orten das Evangelium zu predigen, wo wir willkommen sind, sondern wir sind berufen, das Licht in die Finsternis zu bringen. Und dort war Finsternis und wir haben das Licht gebracht. Und natürlich kam es zur Eskalation, wenn Finsternis auf Licht trifft. In diesem Sinne, viel Spaß beim Video. Sondern dein Glück ist außerhalb von dir. Denn du bist eine menschliche Seele. Und dein Glück ist nicht in dir zu finden, sondern außerhalb von dir. Und deswegen ist es wichtig, dass du nicht auf dich schaust, sondern dass du auf den Schöpfer Gott schaust. Nicht mich anfassen. Ich stelle nichts aus, ich gehe einfach meines Weges weiter. Sie können mich gerne begleiten. Das Heil ist in Jesus Christus. Ganz alleine, nur in Jesus Christus. Kein Mensch wird sein Heil finden in der Esoterik. Die Esoterik ist eine der größten Lügen, die es gibt auf diesem Erdenrund. Sie ist eine Verführung der menschlichen Seele. Jeder Mensch, der sich der Esoterik anhängt, wird auf jeden Fall in die Verdammnis gehen, weil es einen Schöpfergott gibt. Und dieser Schöpfergott hat gesagt, soll ein Volk nicht seinen Gott anrufen. Das Volk soll seinen Gott anrufen. Aber unser Glück ist nicht gefunden in Steinen. Unser Glück ist nicht gefunden in irgendwelchen esoterischen Lehren, sondern unser Glück ist ganz alleine festgemacht in dem Schöpfer. Und dieser Schöpfer hat dich und mich gemacht. Aber dieser Schöpfer hat auch gesagt, wer immer einen Wahrsager anhängt, wer immer einer anderen spirituellen Kraft anhängt, wer immer sein Glück sucht in anderen Formeln, der mich nicht anfassen. Der wird auf jeden Fall. Ich gehe jetzt gerade weg. Nein, ich werde es laut machen. Ich kann auch gerne hier stehen. Hören Sie auf zu filmen, bitte. Das interessiert mich nicht. Wieso? Ich film doch gar nicht. Bitte. Habt ihr was zu verbergen? Nein, überhaupt nicht, aber Sie anscheinend. Ich hab da nichts. In anderen Dingen, außer dem Schöpfer. Der wird einmal vor dem Schöpfer stehen. Bitte nicht mehr. Okay, dann gehe ich jetzt. So, wer immer sein Glück sucht, in anderen Dingen, der wird vor dem Schöpfer stehen. Und er wird... Alles Lüge. Glaubt ihr an Steine, die reden? Glauben Sie an Steine, die reden? Ja, ne? Doch, ne? Wir tischen den Menschen Lügen auf! Dann diese Menschen jetzt die werden Polizei. Gelogen! Sie denken, ey, mein Heil ist im Heil! Nein! Dein Heil ist im Schöpfer! Im allmächtigen Gott! So, und das musst du wissen, dass dein Heil in Jesus Christus ist! Nicht in irgendeinem Stein! Als es dann dort auf dieser Messe, nachdem wir dann angefangen haben, laut zu predigen und die Finsternis zu konfrontieren, dann zu dieser Eskalation kam und des Platzverweises kam, da kam nochmal so eine ganz amüsante Szene eigentlich. Wir hatten dann explizit nachgefragt, bis wohin denn das Gebiet ginge, das sie für sich beanspruchen, wo sie sozusagen den Mietvertrag für unterschrieben hätten. Also bis wo war die Grenze des Geländes? Wo könnten wir uns denn hinstellen? Und sie sagten ja, dort vorne an der Promenade, wo die gefliesten Steinplatten sind. Da haben wir nicht mehr gemietet. Da ist öffentlicher Raum und geht doch dahin. Ja, gesagt, getan. Sind wir dort hingegangen und haben dann dort gepredigt und haben unseren Lautsprecher dann Richtung Esoterikmesse aufgestellt. Und es war wirklich amüsant zu sehen, dass dann noch viele Menschen von der Messe sich immer noch zu uns umgedreht haben und unsere Warnungen und unsere Proklamationen gehört und denen zugehört haben. Und das hat die Betreiber der Messe so auf die Palme gebracht, dass sie auch dort, wo wir dann schon auf der Promenade standen und gepredigt haben, dass sie dann auch dort handgreiflich wurden und ja uns versucht haben, immer wieder unser Equipment zu entreißen, uns zu stören, uns einzuschüchtern, leider mit Erfolg dann unsere Kabel immer rausgerissen haben. Da mussten wir dann wirklich aufpassen, dass da auch nichts kaputt geht.
Aber auch dort haben wir dann wieder ja, das Wort Gottes sprechen lassen. Wir haben diese finsteren Mächte konfrontiert und dann war auch dort Schluss. Aber dann kam halt eben dort auch die Polizei und hat uns dann nochmal ganz, ja, ganz offensichtlich da den Platzverweis erteilt. Und wir sind dann von dort weggegangen. Und sie wird Rechenschaft abgeben, nicht vor einem Stein, nicht vor einer Klangschale, nicht vor irgendeinem spiritistischen Guru, sondern deine Seele wird Rechenschaft abgeben vor dem lebendigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Du wirst einmal stehen vor Jesus Christus und du wirst Jesus Christus Antwort geben. Und er wird dich fragen, was, oh du liebe Seele, hast du gemacht? Du bist Steinen hinterhergelaufen. Du bist Klangschallen hinterhergelaufen. Du bist Gurus hinterhergelaufen. Du bist irgendwelchen Tanten in langen Röcken hinterhergelaufen, die meinen, sie müssten dir erzählen, dass dein Seelenfrieden in Hand auflegen, Karten lesen. Du gehst jetzt. Du gehst jetzt in dem Namen Jesus Christus, du verschwindest. Jetzt. Sie lässt uns so, in Ruhe. So, du gehst jetzt. Du lässt mich in Ruhe. Gehen wir zu ihr oder sie und, zu uns? Und ich bin jetzt hier auf dem Gelände, wo du mich hin verwiesen hast. Du fässt meine Sachen nicht an. Jesus Christus. Jesus Christus ist alleine der Herr. Ganz alleine Jesus Christus. Halleluja! Jetzt, wo es um deinen Gewinn geht, da verlierst du auf einmal die Geduld, wa? Wo dein Gewinn zu Neige geht, weil dein Geld nicht mehr in deinen Kassen klingelt, siehst du deine Fälle davon schwimmen? Ja, seid nicht so ignorant! Geht nicht diesen Leuten hinterher, die euch das Geld aus der Tasche ziehen wollen! Was wollt ihr dafür haben, hä? Für so einen Quatsch! Was wollt ihr dafür haben? Wollen sie euch das Geld aus der Tasche ziehen? Aber das Heil in Jesus Christus, es ist umsonst. Kommt zu Jesus und findet Heil in ihm. Ich weiß, diese Botschaft ist nicht populär. Diese Botschaft ist nicht gerne gehört. Warum? Weil wir Menschen uns unseren eigenen Weg bahnen wollen. Wir suchen das Heil in kleinen Steinchen, aber da ist es nicht zu finden. Wir wollen uns nicht beugen vor einem Gott, der Autorität und Macht hat. Wir wollen uns nicht beugen vor dem Schöpfer, sondern wollen ihm ins Angesicht lachen. Aber der im Himmel wohnt, der im Himmel thront, er lacht. Und er ist der, der schon jetzt spottet. Der Herr spottet über die, die ihn spotten. Und er lacht über die, die ihn verlachen. Aber er ist gnädig und barmherzig für alle, die ihn anrufen. Jeder, der Jesus Christus anruft, wird heil. Und wird er Rettung finden? Nicht irgendwie in irgendeiner Esoterik, nicht im Spiritismus, sondern in dem lebendigen Gott. Ich sag's noch einmal, lasst euch nicht das Geld aus den Taschen ziehen. Wofür wollt ihr Geld ausgeben? Dass ihr besser schlafen könnt? Dass ihr frei werdet von euren Ängsten? Dass ihr nicht mehr geplagt werdet von Albträumen? Dass ihr frei werdet von Depressionen? Ich sag euch, geht auf diese Messe, kauft euch die kleinen Steinchen, setzt euch in dieses ganze Klimm und Bim und ihr werdet mit euren Depressionen noch voller und ihr werdet mit euren Ängsten noch voller. Es gibt keine Befreiung von diesen Dingen, außer in dem Schöpfer. Aber wen er frei macht, den macht er wirklich frei. So, wenn du Freiheit willst von Depressionen, wenn du Freiheit willst von Ängsten, dann such es nicht in Steinen, dann such es nicht in dem, wo dir das Geld für abgedrückt werden muss, sondern such es kostenlos bei Jesus. Jesus lädt dich ein, komm zu mir. Und Jesus sagt, wer immer zu mir kommt, den werde ich nicht ausstoßen. Habt ihr gesehen, wie weit es mit der Menschenliebe dieser Leute ist? Als ich angefangen habe, ihr Geschäft in Frage zu stellen, da wurden sie handgreiflich. Als ich angefangen habe, ihr Einkommen in Frage zu stellen, da wurden sie handgreiflich. Was ist denn mit ihrer Liebe? Ich sage euch, keiner hat größere Liebe als der, der sein Leben für dich gab. Und einer hat sein Leben für dich gegeben. Jesus Christus. Er starb am Kreuz. Und sein Leben ist das Lösegeld für deine Seele. Damit deine Seele im Frieden leben kann. Damit deine Seele endlich Ruhe finden kann.
damit du erlöst werden kannst von Depressionen. Und jetzt kommt das Wichtigste. Damit du Frieden mit Gott selber finden kannst. Deswegen ist Jesus Christus gekommen. Wir haben all diesen Müll, all diesen Zustand, all diesen esoterischen Müll haben wir nur aus einem Grund. Weil wir uns von dem Schöpfer entfernt haben. Sie wollen euch weismachen, dass ihr Frieden finden könnt in diesen Dingen. Aber es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, Frieden darin zu finden. Sondern ganz alleine nur in Jesus Christus. So komm raus aus diesem Zirkus. Ich rufe euch raus. Kommt raus aus diesem esoterischen Zirkus. Und werdet heil in Jesus Christus. Werdet heil in Jesus Christus. Sucht nicht in Steinen oder in Amuletten oder in Zaubereien oder in Totenbeschwörung euer Glück, sondern sucht euer Glück in Jesus Christus. Amen. Und dort werdet ihr Frieden finden für eure Seelen. Amen. Dort werdet ihr Frieden finden für eure Seelen. Ich danke für Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Danach haben wir nicht aufgehört zu predigen, natürlich nicht, sondern wir sind einfach mit unserem Lautsprecher die Promenade hochgegangen und haben dann dort den Menschen, die dort spazieren waren, auch nochmal das Evangelium verkündigt. Und das war auch ganz interessant, weil da waren immer wieder Menschen, die vor uns gelaufen sind, eine Gruppe, die vor uns gelaufen ist, mal lief sie hinter uns, mal war sie vor uns, aber komischerweise immer in unserer Nähe. Und die haben viel, viel Evangelium an dem Abend gehört. Wir sind in die Irre gegangen, wie Schafe ohne Hirten. Wir kennen den Weg nicht, wissen nicht ein und nicht aus. Da sagt man mir eben auf der Esoterikmesse, du musst dein Glück in dir selber finden. Da habe ich mir gedacht, verrückter kann man ja gar nicht sein. Sein Glück in sich selbst finden. Da habe ich dem Typ, der mir das gesagt hat, gefragt, hast du schon mal die Nachrichten angemacht? Hast du schon mal gesehen, wozu Menschen imstande sind? Hast du schon mal gesehen, wo es mit unserer Welt eigentlich hingeht, wenn Menschen das Ruder in die Hand nehmen? Mord und Totschlag, Vergewaltigung und Demütigung. Unsere Kleinkinder werden in den Schulen schon Gehirn gewaschen, weil ihnen weisgemacht wird, sie sind weder Mann noch Frau. Durch diesen ganzen Genderwahnsinn. Dazu sind wir Menschen fähig. Und darum ist Jesus Christus gekommen, weil er unsere große Schuld gesehen hat. Wie wir uns von Gott getrennt haben. Halleluja. Wir sind fähig nur zu einem. Unser einziges eigenes Grab zu schaufeln und in die Irre zu gehen. Aber Rettung ist da. Rettung ist in Jesus Christus. Erfüllung ist in Jesus Christus. Amen. Heil ist in Jesus Christus. Amen. Aber nicht in kleinen Steinchen. Sondern in Jesus, in diesem Namen. Und ich sage dir, wenn du heute diese Botschaft hörst und du denkst dir, so ein Quatsch, was der da erzählt, dann möchte ich dir sagen, das habe ich auch gedacht, als ich diese Botschaft gehört habe. Aber ich habe eins dann getan, was der sagte, der mir diese Botschaft erzählt hat. Er hat gesagt, hey, versuch es doch einfach mal. Wenn du heute Abend nach Hause gehst, geh doch mal auf deine Knie und bete doch, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Und ich garantiere dir, Gott wird sich einem ernstlich Betenden immer zeigen. Gott wird sich uns zuwenden, wenn wir uns zu Gott wenden. Gott wird einen Schritt auf uns zumachen, wenn wir einen Schritt auf ihn zumachen. Du fragst, wo ist denn Gott? Wo ist er denn überhaupt? Wenn er da ist, dann soll er sich mir doch zeigen. Du musst verstehen, Gott ist nicht am Zug. Er hat schon gezeigt, dass er da ist. Du bist ein Erweis dessen, dass es Gott gibt. Die ganze Schöpfung, alles was da ist, ist ein Werk seiner Hände, ist ein Erweis, dass er da ist. Er ist nicht am Zug. Sondern er ist der, der auf dich wartet. Du bist am Zug. Komme noch heute zu Gott. Komme noch heute zu Amen. Jesus Christus. Suche Halleluja. Dein Heil in Jesus Christus. Nicht in irgendwelchen Steinen. Halleluja. Nicht in irgendwelchen spiritistischen Zirkeln. Wer hat Amen gesagt? Die Amen gesagt? Ach Quatsch. Ist dein Heil gefunden. Gottes Leben. Such ihn und werde glücklich. Such ihn und finde Erfüllung. Such ihn und finde Rettung. Lass dich retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Lass dich retten durch Jesus Christus. Jeder, so steht's geschrieben, der den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen wird,
der wird gerettet werden. Auch für euch da hinten. Hey, ihr auch. Jeder, der den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen wird, er wird gerettet werden. Was es nur braucht, ist, dass du deinen Stolz überspringst. Dass du über deinen eigenen Schatten springst, deinen eigenen Stolz begräbst. Dass du heute sagst, okay, ich bin mit meiner Philosophie, ich bin mit meiner Esoterik, ich bin mit meinen Ideen ganz am Ende angekommen und ich habe nichts erreicht. Aber ich will es wagen, ich will alles auf eine Karte setzen. Ich will diesen Jesus Christus anrufen. Und Jesus hält Ausschau nach dir, genauso wie du da aus dem Fenster guckst. So sieht Jesus auf uns. Er sieht uns und er will uns in seine Nähe haben. So, lass uns zu ihm kommen. Auch du da oben am Fenster. Sei gesegnet in Jesus Christus. Weißt du, wann dein letzter Tag gekommen ist? Weißt du, ob du heute nicht ins Bett gehst und vielleicht morgen nicht mehr aufstehst? Wo geht deine Seele dann hin, mein lieber Freund? Rufe den Namen des Herrn an und lass dich erretten da oben, damit du morgen aufwachen kannst und glücklich und fröhlich sein kannst. Rufe Jesus Christus an. Wenn du heute nichts anderes gehört hast als nur Jesus, dann rufe diesen Jesus an. Rufe seinen Namen an. Denn es ist kein anderer Name unter dem ganzen Himmel gegeben, den Menschen, in dem sie selig werden, als nur dieser Name Jesus Christus. Und was auch noch ganz interessant war, was ich eigentlich am interessantesten an dem Abend fand, war, als wir dann auf dem Weg zu unserem Autos waren, zu dem Parkplatz, wo wir geparkt hatten, hatten wir die ganze Zeit ja den Lautsprecher an und wir haben die ganze Zeit einfach gepredigt. Da sind wir an zwei Hotels, glaube ich, vorbeigekommen. Und aus den Hotels haben sich Menschen an die Fenster begeben, auf die Balkone begeben, an die offenen Fenster begeben und haben zugehört, was wir dort gepredigt haben. Und da habe ich so gedacht, wow, was für ein cooles Publikum von Menschen. Die sind dort oben und können nicht abhauen. Das, was wir anbieten, ist vollkommen kostenlos. Warum? Weil ein anderer schon den Preis bezahlt hat. Du brauchst also nichts mehr bezahlen. Amen. Das wäre ungefähr genauso, wie wenn du dir ein Hotelzimmer nimmst auf meine Rechnung. Das wäre doch cool, oder? Du kannst in dein Hotelzimmer auf meine Rechnung. Und genau so ist es mit Jesus Christus. Jesus Christus hat dir einen Platz an seiner Seite freigehalten durch das, was er getan hat. Er ist am Kreuz gestorben, um deine Sünde auf sich zu nehmen. Er hat den Preis bezahlt, den es kostet, mit Gott wieder versöhnt zu werden und eine Ewigkeit in Seelenfrieden zu finden. Jesus Christus ganz alleine. Amen. Oh, ja, auch für euch. Mein lieber Freund, auch für euch. Shalom. Lasst euch retten. Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott und das Halleluja. Ewige Leben. Es ist nur Heil in Jesus Christus ganz alleine. Nicht in dem Islam, nicht im Buddhismus, nicht im Spiritismus und auch nicht in der Esoterik, sondern nur Jesus Christus. Und Jesus ist gekommen, nicht als Prophet in diese Welt. Nein, er ist gekommen als Gott und König, als Messias, Amen. Als der Lebende unter Toten. Er ist gekommen als das ewige Leben. Er ist gekommen als der mit Heilung unter seinen Flügeln. Die Sonne der Gerechtigkeit, die aufgehen wird über uns allen. Jesus Christus ist gekommen. Und er ist nicht nur gekommen, um wieder zu gehen, sondern er ist gekommen, um zu sterben, nämlich deinen Tod am Holz. Er hat den Platz für dich eingenommen, der Gerechte für die Ungerechten, der von keiner Sünde wüsste für die Sünder, damit wir Frieden mit Gott haben könnten durch das Blut seines Kreuzes. Wusstest du, dass es einen großen Preis kostet, versöhnt zu werden mit Gott? Einen großen Preis. Das Leben des Lammes Gottes. Johannes sah diesen Jesus auf sich zukommen und sagte, siehe da, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinfortnimmt. Es ist Jesus Christus, der uns mit dem allmächtigen Schöpfer versöhnt. Ja, Jesus Christus ist gekommen, um uns ein neues, um uns Leben zu geben, ewiges Leben zu geben. Denn wir haben das Leben nicht in uns selbst. Wir brauchen Jesus. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Wer kann das schon von sich sagen? Entweder war Jesus Christus ein total verrückter Irrer oder er war das, was er gesagt hat, nämlich Gottes Sohn, der gekommen ist, um das Verlorene zu suchen und zu erretten. Und, liebe Freunde, er ist auch für dich gekommen. Er ist für dich gekommen. Komm heute zu Jesus. Bring dein Leben vor ihn. Öffne dein Herz. Er wird dich erretten. Wenn du heute Abend nach Hause gehst, geh auf deine Knie und sage, Gott, wenn es dich gibt, begegne mir. Und ich weiß, er wird dir begegnen. Er wird dir begegnen, das kann ich dir garantieren. So ist dieser Gott auch mir begegnet und hat mein Leben verändert.
Ich rufe euch auf, kehrt um aus diesem verkehrten Geschlecht. Kehrt um zu Jesus. Er ist gekommen, um dich zu erretten. An was glauben die Menschen heutzutage? Die ganze Welt ist gedreht geworden. Der Mensch macht sich selber kaputt. Und nichts ist Wahrheit, außer nur durch Jesus Christus. Das Wort Gottes wird verlästert, wird als Lüge, als Geschichte, als ein Märchen erfunden. Wenn wir uns alle nach Gott richten werden, nach seinen Geboten, wäre die Welt doch in Ordnung. Warum passiert so viel Böses? Warum passiert Mord, Vergewaltigung, Kindervergewaltigung? Warum passiert das alles heutzutage? Bestimmt nicht, weil Gott das wollte. Gott wollte nur das Beste für den Menschen. Hat seine Gebote dargegeben und der Mensch hat das, nun sagt das heutzutage alles nur noch aus. Wer geht heute auf den Straßen, verkündet Jesus Christus als Gottes Sohn? Und wenn du beten tust zu Jesus Christus und dich hingeben tust und dein Herz vor ihm niedergeben tust, dass du geben tust dein Leben in seine Hände und sagst, dass du ein Sünder bist, dass du nicht würdig bist, ihm die Füße zu gießen. Er nahm die Schuld auf sich, hat sich kreuzigen lassen, hat sich anspucken lassen. Am Kreuz hat er gesagt, es ist vollbracht. Für wem ist es vollbracht? Für die Menschen, die ihn heutzutage annehmen, ihn würdig schätzen, dass er der Messias ist, unsere Erlösung. Er hat sie aus Liebe für dich hingegeben. Deshalb wacht alle auf, ihr lieben Menschen, und glaubt an Jesus Christus. Was ist heutzutage wichtig? Geld, Reichtum, Häuser, Firma, das Schönste und das Beste. Und was machst du damit, wenn du vor dem Tod stehen tust? Nichts kannst du mitnehmen heutzutage mehr. Du kommst in dieser Welt und gehst von dieser Welt. Und davon kann keiner wegrennen. Kein Mensch kann davon wegrennen. Irgendwann stehen wir alle vor diesem Punkt. Wir werden alt, wir werden krank. Du kannst morgen einen Unfall haben und bist tot. Und dann stehst du vor deinem Schöpfer, der gesagt hat, du hast von mir gehört. Du hast das Wort Gottes gehabt. Menschen haben dir von mir erzählt und du hast mich nicht angenommen. Deshalb wacht auf und nimm Jesus Christus als Herrn und Heiland an, so wirst du in den Himmel kommen und in seine Arme niederfallen. Ja, alles in allem war es ein recht aufregender Tag und hey, Esoterikmesse Travemünde, immer wieder gerne. Okay, in diesem Sinne, ciao, ciao, hier aus Bremerhaven.